Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, liegt hier ein Brief und das liegt daran, dass ich habe ein Postfach und jemand hat mir einen Brief geschickt. Mit diesem Video möchte ich euch auf jeden Fall auch mal nochmal Bescheid sagen. Ich habe ein Postfach, was ihr benutzen könnt, um mir Sachen zu schicken, um was weiß ich, ne? Briefe und sowas könnt ihr alles dahin senden, wenn ihr mal Bock haben solltet, etwas an mich zu versenden. Und ja, weil ich euch das nicht einfach nur sagen möchte, nehme ich diesen Brief auch und packe den einfach mal im Video aus. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. So, jetzt dürfte man die Rückseite nicht sehen. Ich schneide das mal auf, so, und guck mal, was da genaues drin ist. So, zack. Und hier seht ihr nochmal die Postfachadresse Cody Let's Play Postfach 1032-59463 Ense. Also, wenn ihr Bock habt, sendet da was hin. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze auch mal an. So, als erstes natürlich den Brief, ja? Den gucke ich mir jetzt erstmal an. Und lese den jetzt mal mit euch gemeinsam. Hallo Cody, ich habe sehr lang überlegt, ob ich diesen Brief schreibe und habe mich nun dafür entschieden. Gute Entscheidung. Da ich aber nicht weiß, was ich dir schreibe, fange ich einfach mal ganz normal an. Wie geht's dir heute so? Mir geht's, naja, also ich hatte heute ziemlich Kopfschmerzen und sowas. Aber es geht schon wieder. Ich wollte dir jetzt auch kein riesiges Paket schicken. Dazu fehlt mir leider die Zeit. Dennoch habe ich dir nicht nur diesen Brief geschickt, sondern auch ein paar Sticker von meiner Heimat. Wer weiß, vielleicht schicke ich dir früher oder später was Größeres, aber darüber mache ich mir derzeit keine Gedanken. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass du in einem Video oder Stream nicht meine Adresse und meinen Realnamen zeigst. Warte. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass du in einem Video oder Stream nicht meine Adresse und Realnamen zeigst. Also soll ich es zeigen? Ist ja doppelte Verneinung. Nee, Spaß. Verstehe ich schon. Ist ja eigentlich auch logisch, oder? Klar. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir zurückschreibst. Hashtag Brieffreunde. XD. Liebe Grüße, Gibi. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Dann gucke ich mir jetzt mal deine Sticker deiner Heimat an. Das sind diese drei hier. Hätten wir einmal Aquasphäre, www.biosphäre-potsdam.de. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Aquarium oder sowas. Dann haben wir hier Landkreis Oberspreewald-Lausitz, okay, und Euro Speedway Lausitz. Also du kommst aus dem Kreis Lausitz. Interessant, wusste ich nicht. Wenn ich mir die Adresse angucke, Moment. Nee, da hätte ich es auch nicht gewusst, aber gut. Also, danke auf jeden Fall für diesen Brief. Ich freue mich über jede Einsendung, ist klar. Und da es derzeit nicht so viel ist, bitte gebt mir immer Bescheid in Form eines Kommentares oder so, wenn ihr etwas losgesendet habt, damit ich auch auf jeden Fall hinfahre und gucke. Ne? Weil wenn ich das dann verpasse, wäre ja blöd, oder? Deswegen, wenn ihr wollt, an diese Adresse könnt ihr mir immer was senden. Ich werde das Video auch irgendwas mit Postfach nennen, damit ihr, wenn ihr Bock habt, einfach suchen könnt und dann findet ihr das halt auch raus. Ne? Ja, Gibi, nochmal danke. Schön, dass du Initiative gezeigt hast und mir einfach mal was zugesendet hast. Hat mich gefreut, auch hier dieses Cody aus zusammengeklebten Buchstaben, aus einzelnen Buchstaben. Was sind das denn für Tiere eigentlich? Mal gucken wir mal. Das ist eine Katze, ein Tintenfisch oder sowas, ein Hund und ein Büffel oder so. Ja, ne? Könnte sein. Nice, nice, nice. Briefzentrum Cottbus. Und er hat ganze 70 Cent dafür investiert. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, oder es war halt informativ, gebt einen Daumen hoch. Falls ihr mir auch was sendet, gebt immer Bescheid. Könnt ihr generell eigentlich immer machen. Schadet ja nicht, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Cody. Ciao, ciao.